Das ist ja schon gute Tradition am ersten Montag im September des Gilamoosfestes, Hopfenfest. Und in dem Jahr ist der Hopfen ja noch wertvoller als sonst. Und deswegen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Ja, ich freue mich, dass Sie alle da sind und ich freue mich insbesondere, dass so viele Journalistinnen und Journalisten auch hier sind. Ihnen kann ich versichern, bei uns gibt es keinen Rauswurf, bei uns sagt niemand, Sie müssen raus aus Bayern, auch wenn Sie kritische Fragen stellen. Bei uns gehört es dazu, die Pressefreiheit, und auch das ist ein Grund, warum wir sagen, diese schwarz-gelbe Regierung, die hat abgewirtschaftet, wenn sie noch nicht mal mehr die Pressefreiheit wahren kann. Und ich habe mich ja gefragt, wie ein Ministerpräsident dazu kommt, auf kritische Fragen mit dem Satz, die müssen raus aus Bayern, zu reagieren. Also mir scheint, dass der bayerische Ministerpräsident im letzten Jahrhundert hängen geblieben ist. Da gab es den Kalten Krieg und da hat man zu Kritikern gesagt, ja, geht's doch rüber. Zum Glück haben wir die Situation nicht mehr. Bloß Herr Horst Seehofer scheint das noch nicht mitbekommen zu haben. Oder er meint, er ist noch zu Zeiten von Franz Josef Strauß, der es ja bekanntermaßen auch nicht so hatte mit der Pressefreiheit. Wir sind aber im 21. Jahrhundert in Bayern und da gilt die Pressefreiheit auch für den WDR und da gilt die Demonstrationsfreiheit im Übrigen auch für Flüchtlinge und darauf können wir stolz sein in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein Ministerpräsident, der sich so verhält, der ist einfach unter der Würde unseres Landes, der ist unter der Würde Bayerns und deswegen gehört er abgewählt. Bayern ist doch längst viel weiter. Bayern ist längst viel weiter als diese schwarz-gelbe Regierung. Die Familien in Bayern, die brauchen verlässliche Kinderbetreuung, die brauchen gute Plätze in Kinderkrippen und Kindergärten und ausreichende Plätze, aber die brauchen eben keine Herdprämie. Und moderne Frauen, Frauen von heute, die wollen sich ihre Prämien da verdienen, wo sie es für richtig halten und nicht am Herd. Und deswegen brauchen wir keine Herdprämie in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Und Bayern ist doch längst viel weiter. Die Eltern, die Kinder, die Lehrer, die brauchen eine Schule, die den Kindern Mut macht und keine Schule, die den Kindern Druck macht. Und deswegen müssen wir auch in der Bildungspolitik endlich eine Politik machen für die Kinder des 21. Jahrhunderts. Dazu ist Schwarz-Gelb nicht in der Lage. Und auch das können Sie entscheiden am 15. September, indem Sie Schwarz-Gelb den Denkzettel verpassen, indem Sie Schwarz-Gelb abwählen, liebe Freundinnen und Freunde. Und Bayern ist auch, was die soziale Gerechtigkeit angeht, viel weiter als Schwarz-Gelb. In Bayern braucht es auch endlich den Mindestlohn, damit es eben nicht passiert, dass in den Schlachthöfen zu Dumpinglöhnen gearbeitet werden muss oder dass die Friseurin mit 5,50 Euro nach Hause geht und später dann in die Altersarmut fällt. Und deswegen brauchen wir auch in Bayern endlich den Mindestlohn, damit die Leute dann, mit gerade die Frauen, nicht zum Schluss in die Altersarmut fallen und damit wir soziale Gerechtigkeit und den gleichen Standard für alle haben. Und die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer und die Verbraucher, die brauchen auch etwas anderes als diese dauernden Kehrtwenden und Wendungen bei der Energiewende. Die brauchen endlich Verlässlichkeit. Wir sind in Bayern ein Land für Sonne und Wind. Aber Schwarz-Gelb hat das offenbar noch nicht verstanden. Die erneuerbaren Energien sind die Riesenchance für unser Land, sind die Zukunft für Bayern. Und auch aus diesem Grund gehören die abgewählt, die diese Chance nicht ergreifen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Worum geht es bei der Landtagswahl in 2 Wochen? Geht es um links gegen rechts? Geht es um unten gegen oben? Geht es um Franken gegen Altbayern?
geht es um Uhde gegen Seehofer. Um all das geht es im Kern nicht wirklich. Es geht bei der Landtagswahl am 15. September darum, ob Bayern endlich eine Regierung bekommt, die auf der Höhe der Zeit ist und die auf Augenhöhe ist mit den Bürgerinnen und Bürgern. Darum geht es am 15. September. Und deswegen sage ich, wer ein modernes Bayern will, wer die Zukunftsprojekte in Bayern vorantreiben will, der muss Schwarz-Gelb abwählen und der muss Bündnis 90 die Grünen die Stimme geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von Inhalten ist ja bei der CSU nichts zu hören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie die Plakate der CSU sehen. Da steht drauf, Bayern, das Land. Da könnte man genauso sagen, Zwetschge, das Obst. Von Inhalten ist da nichts weit und breit zu sehen und zu hören. Und ich habe gestern eine ganz nette Begegnung gehabt. Ich hatte mal kurz Zeit und bin ins Fitnessstudio gegangen. Man muss sich ja fit halten für diesen Wahlkampf. Und da war in der Damenumkleide war ein Gespräch über Politik. Da sagt eine Dame, ja, also das regt mich so auf den CSU-Plakaten. Da findest du ja überhaupt keinen Inhalt. Was wollen die denn eigentlich? Und dann sagt die andere Dame, naja, die können ja nichts draufschreiben. So wie sich der Seehofer dauernd dreht und wendet, wissen ja gar nicht, was sie draufschreiben sollen an Inhalt. So sehen das die Leute nämlich. Genau so ist es. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, von Alexander Dobrindt hört man ja seit Wochen nichts mehr. Also nicht, dass er mir irgendwie abgehen würde. Aber das zeigt doch, dass Horst Seehofer ihn ganz offensichtlich an die Kette gelegt hat, damit er nicht das schöne Bayernbild stören kann, was die CSU versucht hier zu verbreiten. Aber es ist so die schöne Landschaft, vor der sich Horst Seehofer fotografieren lässt. Diese schöne Landschaft ist ja gerade durch die schwarz-gelbe Politik bedroht. Und der weiß-blaue Himmel, vor dem sich Horst Seehofer gerne fotografieren lässt, dieser weiß-blaue Himmel gehört nicht den Schwarzen, sondern der gehört uns allen hier in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um Inhalte, es geht um Zukunftskonzepte bei dieser Landtagswahl und nicht um irgendwelche Drehungen, Kehrtwenden, Verrenkungen, die all die Jahre gerade von Seehofer aufgeführt wurden. Da weiß man doch gar nicht, wohin dieses Bayern mit der CSU in Zukunft gehen soll. Wir Grüne, wir haben die Zukunftskonzepte und das wird ja nicht zuletzt von der CSU bestätigt. Die schreiben unsere Programme ja schamlos ab, als Theodor Gutenberg seine Doktorarbeit. Aber da sage ich, warten wir nicht drauf, bis die unsere Programme abschreiben und es dann nicht können, sie richtig umzusetzen, gehen wir gleich den direkten Weg, in dem Bündnis 90 die Grünen in der nächsten Landesregierung diese Konzepte umsetzen können. So, und was sind die zentralen Zukunftsthemen, die Zukunftsherausforderungen? Der Richard Ziegelmeier hat schon auf die Energiewende hingewiesen. Das ist eines der riesigen Zukunftsprojekte und das ist eine riesige Chance für unser Land, die Energiewende. Wir sind ein Land von Sonne und Wind und wir haben das Potenzial auf 100% Erneuerbare in ganz Bayern bis zum Jahr 2030. Das ist unser Ziel als Bündnis 90 Die Grünen. Aber dann muss man auch die entsprechende konsequente Politik machen. Da darf man nicht nach dem Schock von Fukushima sagen, naja, jetzt haben wir es auch kapiert, jetzt müssen wir endlich raus aus der Kernenergie. Aber kaum sind 2,5 Jahre vergangen, wieder die Kehrtwende einzuleiten. Und nichts anderes passiert im Moment durch die Politik von Schwarz-Gelb. Wenn Horst Seehofer sagt, wir müssen die Abstände der Windräder zur Wohnbebauung jetzt so weit machen, 10-mal
so weit wie die Windräder hoch sind, 2 Kilometer, dann heißt das im Kern, dass kaum mehr ein neues Windprojekt in Bayern verwirklicht werden kann. Und das heißt, dass wir die Ziele der Energiewende eben nicht erreichen werden. Und das heißt, dass wir wieder mehr Atomstrom brauchen und das heißt, dass wieder mehr Kohlestrom gefördert wird. Und das ist doch nicht die Energiewende der Zukunft. Das ist die Vergangenheit und die müssen wir endlich hinter uns lassen und auf die Zukunft setzen. Und auf der einen Seite wird die Windenergie ausgebremst von Schwarz-Gelb und auf der anderen Seite wird darüber nachgedacht, die Atomkraft wieder hochzufahren. Es ist aktuell ein Antrag da, eine Leistungserhöhung im Atomkraftwerk Gundremmingen. Also mehr Atomstrom soll wieder produziert werden und weniger Windstrom. Und da sagen wir, diesem Rollback sagen wir Grüne ganz eindeutig den Kampf an. Die Energiewende lassen wir uns nicht von den Atomlobbyisten kaputt machen. Und ein zweites wichtiges Thema, entscheidendes Thema für die Zukunft in Bayern ist die Bildungspolitik. Und auch da sind wir nicht auf der Höhe der Zeit. Da sind die Schwarzen und die Gelben eben auch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Es gibt einen wunderbaren Satz eines Bildungsforschers, der gesagt hat, wir können doch nicht die Kinder des 21. Jahrhunderts unterrichten mit den Methoden des 20. Jahrhunderts in einem Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert. Und genauso ist es. Hier müssen wir endlich den Anschluss finden an die Gegenwart. Und hier müssen wir unsere Kinder fit machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aber das geht nicht mit den Ideologen im Bayerischen Kultusministerium. Und der bayerische Kultusminister, er war ja durchaus aktiv in den letzten 5 Jahren. Er hat sich besonders verdient gemacht um Wortschöpfungen. Alles, was sich nicht so gut angehört hat, da hat er ein neues Wort erfunden. Er hat gemerkt, die Hauptschule, das funktioniert nicht mehr so wirklich. Die kommt auch nicht mehr gut an bei den Eltern und bei den Schülern. Und deswegen hat er nicht gesagt, wir müssen uns grundlegend etwas überlegen für unser Schulsystem, sondern er hat gesagt, dann tauschen wir doch einfach den Namen aus. Dann heißt es jetzt nicht mehr Hauptschule, sondern Mittelschule. Aber die Probleme sind identisch die gleichen geblieben. Und das können wir diesen Kindern und den Eltern nicht antun an dieser Schule. Und besonders kreativ war er beim 8-jährigen Gymnasium. Das gibt es ja nun ungefähr 10 Jahre und in den 10 Jahren ist permanent angeblich optimiert worden, das 8-jährige Gymnasium ist dauernd optimiert worden. Aber wenn man in die Schulen geht, wenn man in die Gymnasien geht, dann ist das immer noch der gleiche elende Murks. Und deswegen sagen wir, so kann man mit der Zukunft der Kinder nicht umgehen. Das ist nicht die zukünftige Schule. Dieses Gymnasium macht die Kinder eben nicht fit für die Zukunft. Und deswegen müssen wir grundlegende Reformen anlegen. Das schafft aber ein Herr Spende nicht, das schafft das Kultusministerium nicht. Und im Interesse der Kinder müssen die endlich weg aus der Verantwortung. Und wenn ich mir insgesamt die Schullandschaft in Bayern anschaue, wie sieht es da denn aus? Dann werden in den nächsten Jahren ungefähr ein Drittel der Mittelschulen in Bayern geschlossen. Das hat sogar Herr Spende zugegeben. Er hat gesagt, alle einzügigen Mittelschulen, also Hauptschulen, jetzt Mittelschulen in Bayern, die sind vom Aus bedroht, weil es halt weniger Kinder gibt und weil immer mehr Kinder auch in Realschule und Gymnasium übertreten. Und deswegen können die Bürgermeister und die Kommunen sich schon mal darauf einstellen, dass in den nächsten Jahren ungefähr ein Drittel aller Mittelschulen in Bayern geschlossen werden sollen. Und da sagen wir Grüne, nein, wir stellen uns nicht darauf ein, dass die Schule im Dorf geschlossen wird. Weil es braucht die Schule im Dorf für eine lebendige Kommune, für ein lebendiges Dorf, damit dieses Dorf attraktiv bleibt, damit die Familien da bleiben, damit die Wirtschaft da bleibt. Und deswegen kämpfen wir für den Erhalt der Schulen im Dorf. Mit uns bleiben die Schulen im Dorf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie wollen wir das machen?
Wir wollen es so gestalten, dass wir nicht die weniger werdenden Kinder auf drei verschiedene Schularten aufteilen, sondern dass in dieser einen Schule am Dorf unterschiedliche Möglichkeiten sind, dass die Kinder nicht Stunden im Bus zubringen müssen, sondern dass sie die Zeit besser in der Schule nutzen können oder zum Spielen nutzen können und dass die Kommunen nicht Hunderttausende zahlen müssen für den Busverkehr, sondern für gute Schulen. Da ist das Geld nämlich am allerbesten angelegt. Und es gibt ja diese Bewegung von unten. In immer mehr Kommunen macht man sich Gedanken darüber, unabhängig von der politischen Couleur. Wie können wir die Schule am Ort erhalten? Ich war vor kurzem in einem Dorf, ungefähr 5.500 Einwohner im Landkreis Ansbach in Mittelfranken. Und dort gibt es einen CSU-Bürgermeister. Dieser CSU-Bürgermeister ist ein kluger Mann und hat sich mal angeschaut, wie die zukünftige Entwicklung ist. Und er weiß, wenn er die Zahlen anschaut, dass im Jahr 2015, 2016, dass er höchstwahrscheinlich seine Schule wird zumachen müssen. Und das will der aber nicht, weil er 4 Millionen investiert hat, energetische Sanierung, Schwimmbad, Bibliothek, eine tolle Schule. Und alle im Ort kämpfen für den Erhalt dieser Schule. Der gesamte Gemeinderat will, dass diese Schule sich in eine Gemeinschaftsschule umwandeln kann, wo Kinder länger gemeinsam unterrichtet werden und wo alle Kinder entsprechend gefördert werden und die Abschlüsse machen können, die sie haben wollen. Der ganze Ort inklusive des CSU-Bürgermeisters kämpft dafür. Die Eltern wollen es, die Lehrerinnen und Lehrer wollen es. Der Einzige, der es verbietet, ist der CSU-Kultusminister in München. Und aus diesem Grund muss er abgewählt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir können doch nicht länger aus ideologischer Verbohrtheit unseren Kindern die Zukunft verbauen. Und deswegen brauchen wir auch in der Bildungspolitik einen Aufbruch in die Zukunft, einen Aufbruch ins 21. Jahrhundert und so etwas. Dafür haben wir Grüne die Konzepte, da haben wir lange dran gearbeitet. Und jetzt geht es darum, nicht zu warten, bis die CSU das abschreibt, sondern dass wir es direkt selber in Regierungsverantwortung umsetzen können. Und schließlich die Landwirtschaftspolitik in Bayern. Wir hatten ja letzte Woche die Agrarministerkonferenz hier in Bayern, in Würzburg. Bundesweit alle Agrarministerinnen und Agrarminister waren da und auch Ilse Aigner war da. Und Ilse Aigner fährt zwar gern durchs Land und lächelt und tut so, als würde sie die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe vertreten. Aber wenn man hinschaut, was sie tatsächlich macht, dann geeignete Landwirtschaftsministerin für Bayern. Und deswegen ist Ilse Aigner keine Zukunftshoffnung, sondern sie ist der Sargnagel für die bayerische Landwirtschaft. Es darf doch nicht länger sein, dass 80% der Fördergelder, 80% der Subventionen nur 20% der Betrieben zugutekommt. Das sind die Großbetriebe, die hier absahnen. Aber was ist denn mit den kleinen Betrieben, die leer ausgehen am Ende, die den Hof nicht halten können? Da ist immer von Strukturwandel die Rede, von wachsen oder weichen. Ich will nicht mehr, dass kleine Betriebe wachsen oder weichen müssen. Ich möchte, dass sie entlohnt werden für die Leistungen, die sie bringen, für die Natur, für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und deswegen müssen wir die Förderung radikal umstellen. Die Kleinen müssen es kriegen und die Großen nicht mehr. Und was passiert denn gerade in Bayern? Wir haben in Bayern ein Wettrüsten in den Ställen, ein Wettrüsten in den Geflügelställen, ein Wettrüsten in den Schweineställen. In Donauwörth, im Schwäbischen, plant gerade einer der größten europäischen Schweinebarone, einen Megastall zu bauen für 12.000 Schweine. In Niederbayern haben wir schon ganz viele Initiativen unter dem Motto "Uns stinkt", die den weiteren Ausbau der Ställe eben nicht mehr hinnehmen wollen, weil dieser Ausbau eine Bedrohung ist für die Umwelt, fürs Grundwasser, aber auch für unsere Gesundheit. Für unsere Gesundheit, wenn wir ins
Krankenhaus kommen und dann möglicherweise das Antibiotikum nicht mehr anspricht, weil es vorher massenhaft prophylaktisch in der Geflügelzucht und in der Schweinezucht eingesetzt wurde. Das kann doch nicht die Landwirtschaft der Zukunft sein. Und deswegen müssen wir zu einer anderen Landwirtschaft kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser holländische Schweinebaron, Herr Straathoff, der kriegt im Übrigen in Holland keine Baugenehmigung mehr. In Holland kriegt er keinen Fuß mehr auf den Boden. Und jetzt versucht er nach Bayern zu kommen. Und das ist eben nicht die Zukunftshoffnung für die bayerische Landwirtschaft. Und deswegen müssen wir alles tun, dass solche Schweinebarone wie Herr Straathoff hier nicht die Genehmigung für ihre Stelle kriegen und obendrauf noch eine 500.000 bayerischer Stallbauprämie, um das zu bauen. Und deswegen müssen wir endlich zu einer anderen Landwirtschaftspolitik kommen, in eine Regierung, wo wir Grüne beteiligt sind. Horst Seehofer hat ja im Moment offenbar ganz viele Sorgen. Er droht jede Woche in Richtung Berlin. Er wird keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, wo nicht bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und seine erste Bedingung, die er am lautesten raustrompetet, ist, er will eine PKW-Maut für Ausländer haben. Da wissen alle, das ist absolut rechtswidrig. Das geht überhaupt nicht. Und ich habe mich gefreut, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel ihm gestern im Fernsehduell so richtig die Lederhosen rausgezogen hat, indem sie gesagt hat, es wird keine PKW-Maut geben. Aber er droht weiterhin und er meint, er müsste drohen damit, dass der Länderfinanzausgleich abgeschafft wird oder dass wieder mehr fossile Energien im erneuerbare Energiegesetz gefördert werden. Völlige Perversion, die er sich da vorstellt. Aber wenn er meint, er müsste Richtung Berlin drohen mit seiner Unterschrift unter einem Koalitionsvertrag, dann sage ich doch, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann tun wir ihm doch den Gefallen. Er braucht überhaupt keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, denn in der Opposition, da gibt es keine Koalition. Es sind jetzt noch 2 Wochen bis zur Landtagswahl und 3 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und das sind entscheidende Wochen, weil wir wissen, dass noch ganz viele Wählerinnen und Wähler unentschieden sind, dass sie noch nicht genau wissen, wo sie ihr Kreuz machen, dass sie noch nicht genau wissen, wem sie die nächsten 4 Jahre in Berlin oder 5 Jahre in München die Regierung anvertrauen wollen. Und wir wissen auch, dass immer mehr Leute sich am Wahltag erst entscheiden oder in den letzten Tagen vor der Wahl. Und deswegen heißt es, liebe Freundinnen und Freunde, rausgehen, auf die Straße gehen, kämpfen, überzeugen, da sein, fürs Gespräch zur Verfügung stehen, an den Haustüren klingeln und überall werben, dass wir endlich den Politikwechsel in Bayern hinbekommen. Weil nach über 5 Jahrzehnten, nach einem halben Jahrhundert CSU in der Regierung, nach einem halben Jahrhundert Verfilzung, Verkrustung, Machtmissbrauch und Selbstbereicherung, da muss es endlich Schluss sein mit den Schwarzen. Das können wir ihnen doch nicht länger durchgehen lassen. Und deswegen sage ich, raus auf die Straße, kämpfen, mobilisieren, alle Leute überzeugen, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen. Gehen Sie hin und sagen Sie, wenn du wirklich willst, dass Bayern fit ist fürs 21. Jahrhundert, wenn du nicht meckern willst und nicht schimpfen willst auf die Selbstbereicherung der Schwarzen, dann wähle die endlich ab, wähle den frischen Wind in den Bayerischen Landtag und in die Bayerische Staatskanzlei. Also los, Bayern ist reif für den Politikwechsel. Und wir Grüne, wir sind bereit, liebe Freundinnen und Freunde.